Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Vor 30 Jahren, 1981, hörten Sie diese Melodie zum ersten Mal. Der Indiana-Jones-Marsch vom weltbekannten Filmkomponisten John Williams. Und Harrison Ford, der Hauptdarsteller, ist mit 64 Jahren, wie sagt man hier nochmal, in die Bütt geschieden und hat diesen Film vor 3 Jahren, glaube ich, nochmal als Filmteil gedreht. Und wir haben was Besonderes nun. Wir haben auch eine Originalkomposition. Die Filmmusik, die geht ins Ohr, die kennt man. Und die Originalkomposition, die kennt man nicht. Deshalb dachten wir uns, damit Sie nicht ganz unvorbereitet in dieses Stück hineingeworfen werden, da machen wir so ein Mini-Gesprächskonzert. Es geht ja Jules Verne um seinen Roman 80 Tagen um die Welt. Und wir sind in London. Sie erinnern sich, London, das hört man dann auch. Da ist eine Uhr. Ja, eine Uhr. Und die fängt an zu laufen. Wir hören dann in London den Big Ben, den großen Benjamin, einen der tollen Glocken, die eigentlich mit England assoziiert werden. Und dann geht es ab mit der Eisenbahn. Nicht? Da fahren wir ein bisschen durch die Gegend. Und wie sich das anhört, wie sich der Komponist Otto M. Schwarz die Eisenbahn vorgestellt hat, das spielen wir jetzt einmal ganz kurz. Also Phileas Fogg, das war ja dieser spätige Engländer, hat ja diese Wette gemacht im Reformclub in London und mit seinem Diener Passepartout sind sie nun unterwegs. Ostwärts, nicht von London, mit der Eisenbahn, was Sie eben gehört haben, reisen sie durch Frankreich und wie das Reisemotiv aus sich anhört, und so ein Reisemotiv. Was wäre eine Reise in einem Buch oder in einem Film, wenn nicht das Böse dabei wäre? Das ist der Geheimagent Fix, der verfolgt nämlich unseren Reisenden. Und da gibt es ein Gefahrmotiv in der Musik, das klingt so. Yokohama, die Hafenstadt
in Tokio Japanisch. Nur zwei Tage. Es geht über den Pazifik. Mensch, das ist ewig lange Strecke, wer das mal mitgemacht hat. Und irgendwann landen sie dann in San Francisco, der wilde Westen, damals 1800 die Gegend. Und da gibt es Cowboys und Indianer. Wie die klingen? Und dann schafft er es ja gerade noch quer durch Amerika nach New York. Wenn er in New York ist, werden Sie das hören. Und dann steigt er in ein Dampfboot und die Dampfboote haben immer so, blöd, so Sachen nicht. Haben wir nachher dann auch. Und dann geht es ein bisschen schneller. Er muss ja seine 80 Stunden vollkriegen. Fast ging es ja schief, aber man hört dann die 8 Schläge. Eigentlich muss er um 8.45 Uhr da sein, wäre das okay. Aber der Komponist sagt sich, 8.45 Uhr ist es schwierig darzustellen. Deshalb 8 Schläge. Und er schafft es und wir hören am Abschluss nochmal die Uhr klickern lassen und brumm. Ja, eigentlich kann man es gar nicht spielen. Aber trotzdem.